Was wir derzeit erleben, ist das, was wir seit 2022 immer wieder erleben, nämlich eine Hoffnungsrallye in der Hoffnung auf sinkende Zinsen, nachdem am Freitag der Arbeitsmarktbericht ein bisschen schwächer ausgefallen ist. Aber auch diesmal wird sich diese Hoffnung sehr wahrscheinlich nicht sehr bald materialisieren. Warum? Weil schlicht die Inflation zu hoch ist, weil die Inflationsdaten, die nächste Woche kommen sollten, eher auf der Oberseite überraschen dürften als auf der Unterseite. Wenn man sich mal die Indizes anschaut, die Preisindizes etwa bei den ISM-Zahlen, Gewerbe und Dienstleistungen, also wieder viel Hoffnung, wenig Realität. Seltsamerweise ist bis heute, obwohl wir schon solche Rallyes haben, seit 2022 sind bis heute die Zinsen nicht gesunken, aber man nimmt das, was man kriegen kann. Das Glas ist eben ein Drittel voll und nicht zwei Drittel leer, also feiert man das eine Drittel dazu. Vielleicht auch Positionierungen, Mechanik, all das spielt eine Rolle. Der Mensch ist ein Hoffnungstier und will hoffen. Schauen wir uns die Gemengelage mal an, denn wir sehen sehr, sehr dicke Risse unter der Oberfläche bereits der US-Wirtschaft, sodass die Zinsen sicherlich sinken werden, aber nicht aus den Gründen, die die Märkte jetzt sich erhoffen, nämlich dass die Fed einfach sagt, naja, die Inflation, das ist jetzt nicht mehr das große Thema, sondern weil die Wirtschaft sich so stark abschwächt. Schauen wir uns die Dinge mal an. Zunächst mal zum gestrigen Handelstag. Rallye etwa im S&P 500, 1%. Wir hatten ein miserables Volumen, 42,19 Millionen Kontrakte im SPY. Das ist wirklich schon jenseits dessen, was fast noch messbar ist, könnte man sagen, wenn wir uns mal die Rallyes anschauen. Auch der Vortag, also wann war das? Was haben wir heute? Dienstag, also am Freitag genauer gesagt, nach den Arbeitsmarktdaten. Auch dünnes Volumen, dagegen sehen wir größeres oder ziemlich hohes Volumen, wenn es mal nach unten geht. Wir haben hier jetzt im Mai in den letzten Jahren überwiegend eine positive Performance gesehen. Allerdings gibt es da auch noch eine Grafik, die anderes sagt, dazu gleich mehr. Beim S&P 500 durchschnittlich 4% ging es sogar nach oben, aber gestern Party, weil man eben weiter hofft, dass hier die Zinsen sinken. Jetzt sind inzwischen von den Fed Fund Futures wieder zwei Zinssenkungen in 2024 eingepreist. Davor war es nur einer und man erwartete drei weitere Zinssenkungen in 2025. Genährt wird so etwas durch Aussagen etwa von New York Fed Chef Williams, der das sagt, was ohnehin wahrscheinlich ist, der nächste Move bei den Zinsen könnte nach unten sein. Aha, das ist ja eine spektakuläre Erkenntnis. However, die Märkte sind teuer, das sehen wir am Buffett Indicator, da ist schon so ziemlich das Beste mit eingepreist. Und vor allem längst gesunkene Zinsen bei einer ganz tollen Wirtschaft. Hier sehen wir mal charttechnisch das Bild, S&P 500. Der hat noch ein Gap hier, vielleicht zu füllen bei 5.199. Diese 5.200er Marke ist auch eine ganz wichtige Marke, unter anderem für Optionen. Wenn die Bullen es schaffen, da nachhaltig drüber zu kommen, dann müssten die Dealer, die Verkäufer von Optionen möglicherweise Eindeckungen machen bei Short-Positionen. Das könnte den Move dann verstärken, aber das wird ein schwieriges Niveau zu überwinden. Wir sehen oben auch ziemlich überkauft die ganze Geschichte beim S&P 500 und das gilt umso mehr auch für den Nasdaq, der jetzt in Richtung 18.100 Punkte unterwegs ist, Nasdaq 100, jetzt wieder in dieser Sideways-Range ist, an der er ja, aus der er ja rausgefallen war. Aber wir sehen, wie gesagt, wir sind schon ziemlich überkauft inzwischen, nachdem wir zuvor überverkauft waren. Was ist oder was sind Treiber? Wir sehen generell, die Buybacks sind wieder da. Es kommen immer mehr Unternehmen jetzt raus aus der Blackout Period, können also eigene Aktien zurückkaufen, wie Goldman Sachs hier schreibt. Und wir sehen, dass vor allem Treasury Cash Balance, also das Konto von der guten Janet Yellen, ist ein bisschen weniger geworden. Da sind ja Steuereinnahmen reingekommen. Mit anderen Worten, das Finanzministerium hat dafür gesorgt, dass etwas mehr Liquidität wieder im System ist. Also wir haben Liquidität und Buybacks als Positivfaktoren für die Märkte. Und just like that sehen wir, dass die Magnificent Seven Aktien in Relation zum S&P 500 wieder mal ein neues Allzeithoch erreicht haben. Es ist also wieder mal vor allem eine Tech-Rally. Wir sehen, Nvidia hat mal eben 400 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen seit dem 19. April. Und hier sehen wir, dass diese Top 10 S&P 500 Unternehmen jetzt für 34% des gesamten Index stehen. So viel wie noch nie.
Wir haben also ein paar große Tech-Aktien, die sind praktisch der Aktienmarkt, alles andere läuft nur irgendwie mit und kreucht und fleuchte vor sich hin. Wir haben neue News von Apple, man will jetzt einen eigenen AI-Chip für Datacenter machen, also will mit anderen Worten versuchen, nicht mehr von Nvidia kaufen zu müssen, sondern die Dinger selber herzustellen. Ähnliches hat Google gesagt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Apple und Google gelingt das, dann ist das schlecht für Nvidia, oder es gelingt ihnen nicht, weil Nvidia die besseren Chips hat, dann geben sie viel Geld aus, ohne die nötigen Resultate zu gegenwärtigen. Vielleicht ähnlich wie bei Palantir. Hier sehen wir, das ist ein Unternehmen, das wichtig ist für KI-Euphorie. Gestern Anstieg über 8% am Tag und dann Abverkauf über 8% nach den Zahlen. Vor allem, weil die Guidance, also der Ausblick, doch ziemlich enttäuscht hat. Das so die neuesten News hier ins Rochen Take, meine Damen und Herren, und wir sehen, ja, wir haben eine Verbesserung der S&P Earnings per Share Situation erlebt, also Kursgewinn, respektive die Gewinne waren sehr anständig. Hier sehen wir mal erstes Quartal 2024, das ist ja permanent gesenkt worden, das ist diese hellblaue Linie. Gesenkt, 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 jetzt sehen wir diesen Sprung nach oben und alle sagen, es ist doch toll gelaufen, aber wir sind ja von ganz woanders gestartet eigentlich. Also du senkst die Latte so tief, dass dann selbst im Prinzip, was soll ich sagen, eine Familienministerin aus Deutschland darüber springen kann und das heißt schon was und dann ist eben diese Rallye ein Stück weit schon durchaus unterstützt, eben durch diese Fundamentals, durch diese Zahlen. Aber wie gesagt, wenn man das mal in Relation setzt zu den Erwartungen noch vor einiger Zeit, dann ist das eben auch in diese Relation zu setzen. Hier sehen wir der VWIX, also die Volatilität der Volatilität, jetzt so tief wie seit 8 Jahren nicht mehr. Normalerweise haben wir im Mai jetzt nicht so eine gute Zeit für Aktienmärkte, sagt diese Grafik, zumindest in Wahljahren. Hier haben wir mal Seasonal Patterns 2012 verglichen, 2024. Bei allen ging es eigentlich dann tendenziell im Mai erstmal nach unten, bevor es dann zu einer Zwischenerholung kommt oder zu einer Rallye kommt. Diese Rallye basiert ja derzeit auf der Hoffnung, ja, die Fed wird doch vielleicht früher die Zinsen senken. Aber wenn wir Barkin gehört haben, Chef der Richmond Fed gestern Abend, dann klingt das nicht unbedingt so. Er sagt, fühlt sich an, als wären die Risiken noch in Richtung höherer Inflation gerichtet. Ich bin weniger, die letzten Daten machen mich weniger optimistisch, dass wir die Inflation unter Kontrolle bekommen. Wir müssen ein bisschen Nachfrage dämpfen, um das Ganze in den Griff zu kriegen. No evidence that inflation is on track und so weiter. GDP strong und all diese Geschichten. Also das klingt jetzt nicht so, als wäre die Fed unbedingt bereit, sofort die Zinsen zu senken. Kann sie, wie gesagt, auch nicht, denn wir haben Inflationsdaten, Überraschungen auf der Oberseite. Inflation Data Surprise, Booms nach oben, Growth Data Surprise, Booms nach unten, weswegen die US-Wirtschaft offenkundig schon erste Risse zeigt, gleichzeitig aber eben Stagflation ein großes Thema ist, auch in Artikeln, ich hatte das gestern schon gezeigt, die Artikel nehmen zu, die dieses alles thematisieren und das wird dann bestätigt, auch durch einzelne Unternehmen, gestern etwa Tyson Foods, dieser US-Lebensmittelkonzern, der sagte, wir sehen eine Nachfrageschwäche, vor allem bei den unteren Einkommensschichten. Wir haben selber 20% Inflation gehabt jetzt in den letzten Monaten und Jahren. Also auch für die Kosten sind für so ein Unternehmen deutlich nach oben gegangen. Jetzt streiken sozusagen vor allem diejenigen, die es sich nicht mehr leisten können. Er sagt hier, wir sehen a cautious consumer prioritize essential staples over discretionary categories. Also die geben nur das Nötigste aus, um es mal frei zu übersetzen und leisten sich jetzt keinen Luxus mehr, keine, wie soll man sagen, dass man sich mal was gönnt, all das ist eher nicht mehr der Fall. Tyson Foods gestern dann unter Druck und das alles stimmt überein mit anderen Unternehmen wie McDonald's, wie Starbucks, wie PepsiCo, wie Costco, wie sie alle heißen. Alle berichten im Grunde, dass vor allem die einkommensschwächeren Konsumenten ein Problem bekommen. Das zeigt sich dann vor allem im Dienstleistungssektor, der ja lange die US-Wirtschaft getragen hat. Wir hatten ja hier so schwache Daten wie seit Jahren nicht mehr. Wir hatten einmal im Dezember 2022 ähnlich schwache Daten, sonst aber sogar zuletzt kurz vor 2020, also kurz vor Corona.
Da kriegen wir solche Meldungen. Wendy's wird 100 Restaurants schließen wegen Dramatic Slowdown bei Fastfood-Verkäufen. Also man sieht, da ist was im Busch und es ist vielleicht kein Zufall, dass eben die invertierte Zinskurve jetzt einen neuen Rekord erreicht hat, die 10- und die 2-jährige. Inverted 461 Handelstage, das ist die längste Inversion einer Zinskurve seit den 80er Jahren, respektive es gab die zweitlängste zwischen 1978 und 1980, als Paul Volcker noch Fed-Chef war. Also wir sehen, irgendwas ist da in der Mache. Jetzt sagen viele, naja, invertierte Zinskurven haben uns nichts mehr zu sagen. Diesmal ist alles anders, glaube ich nicht. Die haben uns was zu sagen, da braut sich was zusammen. Normalerweise beginnt dann die Rezession, wenn die Zinskurven sich entinvertieren. All das kann noch dauern, aber wir sehen schon diese Risse eben in der US-Wirtschaft und vor allem, wir haben eine so unglaubliche Verschuldung, selbst in der besten aller Welten mit gutem Wirtschaftswachstum in den letzten Monaten und Jahren hat die US-Regierung, haben die US-Regierungen sich so massiv verschuldet, so dass im Jahr 2052 40% der gesamten Einnahmen nur für Zinsen draufgehen würden, laut Berechnungen des CBO, also des Congressional Budget Office, überparteiliches Gremium von Republikanern und Demokraten. Die Amerikaner zahlen 2 Millionen Dollar Zinsen pro Minute an Anleger. Und jetzt ist eben die Frage, was wird dann passieren? Entweder man wird die Steuern erhöhen, um die Einkommenssituation zu verbessern, unwahrscheinlich, will weder Biden noch Trump. Biden auf eine bestimmte Weise bei den sehr wohlhabenden, Trump aber auf gar keinen Fall. Massively lower spending, also weniger Geld ausgeben, auch sehr unwahrscheinlich, sowohl bei Trump als auch bei Biden. Oder finanzielle Repression, das ist die wahrscheinlichste Variante, die wir hier sehen. Aber insgesamt sehen wir ja schon ein Umfeld von schwächerem Wachstum, gleichwohl höherer Inflation. Und dieses Umfeld erinnert manche an das Umfeld 1987, als es da im Oktober zu einem Crash kam. Da war noch Strong Dollar der Fall. Economic Growth had slowed, while inflation was rearing its head. Also die Inflation schoss nach oben oder blieb stark, aber die Wirtschaft schwächte sich ab. Es gab eine Divergenz in dem Bullenmarkt zwischen eben den Fakten und den Bewertungen. Und genau das haben wir wahrscheinlich jetzt auch. Ich will damit nicht sagen, dass wir jetzt so etwas erleben wie den Oktobercrash 1987. Nicht falsch verstehen, aber wir haben ein Umfeld, das eigentlich schon ein ziemlicher Tanz auf dem Vulkan ist, wo nichts schief gehen darf, wo das Narrativ sich ziemlich schnell zerbröseln könnte, dass einer der Einfallstore dieses zerbröselnden Narrativs könnte eben die Krise am Gewerbeimmobiliensektor sein. Gestern zum Beispiel hat ein kanadischer Investor 176 Millionen Dollar Verlust gemacht, das ist ein kanadischer Pensionsfonds, nachdem man fast die Hälfte eines Gebäudekomplexes, eines Bürokomplexes gekauft hatte 2015 für 219 Millionen, jetzt hat man es für 43,5 Millionen verkauft. Also 80% hat man da mal verloren in 10 Jahren und das werden nicht die einzigen sein, da sind noch ziemliche Brocken in Bilanzen, die noch nicht wirklich die Oberfläche gesehen haben, aus meiner Sicht. Das wäre zumindest eines der Motive, eine der Brüche. Wir haben ja bei der Finanzkrise gesehen, es waren letztendlich die Konsumenten, die sich auf Pumphäuser gekauft hatten, dann mit fallenden Hauspreisen die ganze Geschichte explodierte. Hier sehen wir das größere Risiko jetzt derzeit bei Gewerbeimmobilien als bei normalen Immobilien. Nochmal zurück jetzt oder übergeordnet mal was anderes hier, was ich Ihnen noch kredenzen wollte. Wir sehen Rafah, Israel hat offenkundig die Bodenoffensive begonnen und auch den Grenzposten zu Ägypten jetzt unter seiner Kontrolle. Da bin ich gespannt, wie jetzt die arabische Welt drauf reagiert. Damit ist dieser Deal mit der Hamas, den man ja vielleicht hoffte zu erreichen, erstmal wieder vom Tisch. Wenn wir nach Deutschland kommen, haben wir heute Auftragseingänge der Industrie minus 0,4 statt plus 0,4%, schwächer als erwartet. Wir sehen praktisch keine Erholung in der Industrie und das, obwohl wir zum Beispiel beim IFO-Index ja zuletzt eine deutlichere Erholung gesehen haben. Also irgendwas passt da nicht ganz zusammen. IFO ist vielleicht auch viel Hoffnung, wenig Realität, Fragezeichen, das werden wir sehen. Auf jeden Fall ist da eine gewisse Divergenz, deutsche Wirtschaft kommt nicht so richtig in Schwung. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Nochmal genaueres, was diese Schulden bedeuten eigentlich für zukünftige Generationen, was alles dranhängt. Erste Empfehlung, 2 Millionen Dollar Zinsen zahlt die zahlen die USA an Investoren der Schulden.
Und die volle Auswirkung der hohen Fettzinsen kommt erst noch, sagt Barkin. Hier nochmal Aussagen dieses Fettmitglieds, die so ein bisschen Realitätsabgleich sind mit der Hoffnungsrallye an den Aktienmärkten. Also diese beiden Empfehlungen hier, sage ich Servus, ciao.